Manfred Baumann hat es wieder getan. Der Starfotograf hat für einen neuen Kalender fotografiert und diesmal war es nicht genug, dass sich die Damen bloß auszogen. Nein, es musste auch kräftig nachbearbeitet werden, aber nicht, weil die Damen nicht hübsch genug waren, sondern weil die Fotos wie Pin-Up-Bilder der 30er Jahre aussehen sollten. So kennt man Manfred Baumann beim Fotografieren erotischer Mädchen. Für seine üblichen Kalender haben die Damen eher weniger als mehr an. Doch für seinen neuen Kalender hat er auf ein altes Sujet zurückgegriffen. Die Mädchen sollen im Pin-Up-Style erscheinen. Und da gibt es Unterschiede zum Nacktkalender. Pin-Ups sind nicht nackt, sondern Pin-Ups sind immer bekleidet, in sehr engen Bekleidung jedoch schon. Also entweder es ist ein Bikini oder es sind Höschen, Hosen, kurze oder auch kurze Röcke. Und es ist auch immer ein bisschen etwas kostümiert dabei, wenn man so wie eine Stewardess oder eine Politesse oder so, die irgendwie ein bisschen was rüberbringt. Das sind im Prinzip hübsche Mädels, meistens mit immer sehr langen Beinen. Also entweder ist das Augenmerk auf den Beinen oder auf dem Busen und in sehr süßen Posings. Also es ist nicht so erotische Blicke, sondern sind eher so ein bisschen frech, süße Ausstrahlung, die dann rüberbringen. Pin-Ups entstanden in den 30er Jahren, natürlich in Amerika, zu einer Zeit, als Nacktheit noch verpönt war. Diese Zeit ließ Baumann jetzt wieder aufleben. Gesucht wurden dafür die besten Autofahrerinnen aus der Steiermark und Kärnten. Das heißt, die Kalendermädchen sind allesamt Amateure. Der Unterschied zwischen Amateur und Profis ist schon natürlich gewaltig, weil die Profis sind heute wie Schauspieler, die bewegen sich locker und frei, die bekommen einfach ein Skript. Amateure ist so, dass es bei den 12 Damen einige gab, die hatten Talent und einige, wo es ein bisschen schwieriger war, sie richtig hinzupositionieren. Daher habe ich schon im Vorfeld alles vorher skizziert, aufgezeichnet und mehr oder weniger ihnen die Vorlage 1:1 hingegeben, so soll das ausschauen. 2 Tage lang wurden an die 500 Fotos geschossen. Und um dem Retro-Look von Anno Dazumal möglichst nahe zu kommen, wurde schon am Set ein wenig nachgeholfen. Lippenstift ist meistens sehr stark ausgeprägt. Und sehr wichtig ist die Mimik der Pin-Ups. Die haben also immer dieses oh, ah, oh. Dann die Nachbearbeitung. Pro Foto feilte der Profi zwischen 1 und 2 Stunden herum. Dabei wurden vor allem Fehler wegretuschiert und nicht nur am Boden. Also wir haben auf einer Seite das Model bearbeitet, sie bekommt den letzten Schliff. Auf der anderen Seite haben wir mit vielen Papierhintergrund gearbeitet, wo die Autos oder die Motorräder draufgestanden sind, dass sie ständig dann zerrissen hat oder mehr oder weniger viele Falten drinnen waren. Und es kam dann auch so ein bisschen, wir haben das ein bisschen auch überzeichnet, wenn man dann das Endprodukt oder die Fotos sieht, es wirkt auch ein bisschen, als wäre es gezeichnet. Da sind wir beim Rot, ja, jetzt ist es sehr kräftig rot. Aber jetzt die Möglichkeit zu sagen, entweder ich nehme das Rot raus, dann wird es natürlich grau, eh logisch, oder ich gehe praktisch her und sage, ich würde gern das Rot ändern, sondern hätte es gern lieber eher Orange gehabt, weil es Pin-Up-mäßig vielleicht besser passt, wobei Rot natürlich eh gut passt. Im Fall der Fälle wird der Fotograf aber auch zum Schneider- und Schönheitschirurgen. Das heißt, ich schiebe es jetzt ein bisschen nach hinten, wenn man einfach sagt, okay, schau her, wir machen sie schon ein bisschen schmäler und ein bisschen mehr Dekolleté, das holen wir uns raus von oben. Da ziehen wir es rauf und dann sage ich, okay, ein bisschen, da können wir schon ein bisschen reinschauen. Ja. Das heißt, hier ziehen wir das alles ein bisschen nach und verändern das. Wir können die Tolle noch ein bisschen höher machen, wenn wir sagen, wir wollen das ein bisschen. Und können praktisch hier ein bisschen den Friseur seine Arbeit unterstützen. Soweit der Unterschied zwischen Original und Kalenderblatt. Es geht aber noch mehr. Dann machen wir die Falte weg. Hier machen wir auch noch ein bisschen die Falten weg auf der Seite. Da würde ich schon mal ganz nett finden, wenn sie hier noch so ein bisschen das Auge hochzieht. Gell? Bei aller Retusche, aber Achtung, aufs Detail kommt's an. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wir treiben dürfen wir jetzt sonst dann mit 47. Gell? Nächste Woche wird der Pin-Up-Kalender präsentiert und dann treffen Pin-Ups und Originale erstmals aufeinander. Wolfgang Reichel hat es gerade gesagt, wer will schon die Wahrheit wissen? Denn, aber wir widmen uns jetzt nach dem Stil auf jeden Fall der Pin-Up-Bilder, dem Purismus. Eine der berühmtesten Vertreterinnen war und ist Jill Sanders.